Ja, das nächste Schlagwort des Abends, es steht ja schon vor der Tür, von der Robotik zur künstlichen Intelligenz ist es nicht weit. Das sind so wahrscheinlich so, technisch gesehen, so wahrscheinlich Kryptowährung oder so. Vielleicht kommt Kryptowährung Nummer 3 oder so. Also Robotik, KI, künstliche Intelligenz und Kryptowährung. Blockchain, genau. Fällt euch noch was ein? Na gut, das ist schon wieder vorbei, oder? Das ist so. Ja, aber ja, und wir haben ein Projekt heute da, das nennt sich Quantum Dreams, steckt auch in den Anfängen, beziehungsweise schon sehr, sehr viel gemacht natürlich, aber es soll auch aufgeführt werden. Ich darf euch gleich zu mir nach vorne bitten. Quantum Dreams. Bin ich richtig in der Reihenfolge, oder? Ja, genau, ja. Ihr müsst euch ja auch noch einrichten, aber ihr wisst schon wie. Das haben wir vorher getestet. Braucht ihr Wasser oder braucht man das als KI-Developer gar nicht mehr oder so? So, hallo. Wir sind Quantum Dreams. Ich mache am Anfang kurz eine Einführung zur KI. Wir haben das einmal umgedreht, es stand vielleicht im Programm einmal andersrum drin. Dass wir zuerst über Quantum Dreams erzählen und danach ein paar Worte über KI im Allgemeinen. Aus der Narration heraus ist es, glaube ich, klüger andersrum, dass wir zuerst eine Einordnung machen zur KI und dann über Quantum Dreams sprechen. Genau, ich bin Tobias, ja, und ich mache einen Kurz-Crash-Kurs, Viertelstunde, und zwar, wo ist KI heute? Ja, das ist viel zu kurz, um sehr viel zu erzählen, deswegen betrachten wir das eher als kurze Einordnung. Ne? Und zwar, ja, jetzt geht's zurück. Über was reden wir? Wir reden letzten Endes über Deep Learning. Ja? Das heißt, der Großbereich AI besteht aus ganz vielen Bereichen. Ein Bereich davon ist Machine Learning. Und von Machine Learning ist auch nur ein Bereich Deep Learning. Und die Sachen, die ich vorstelle, sind eigentlich alle Deep Learning basiert. Nur einmal, um das von der Begrifflichkeit klar zu machen. Und wir reden nicht, ja, wir reden eben nicht über AGI. Wir reden eben nicht über Skynet, wir reden nicht darüber, dass die KI kommt und alles kann, was Menschen können und vor allen Dingen mehrere Disziplinen gleichzeitig. AGI steht für Artificial General Intelligence. Darüber reden wir nicht. Was ist das eigentlich? Ne? Das lässt sich am besten erklären über Label Assignments. Das hier hat mit KI nichts zu tun, sondern wie haben wir früher solche Probleme gehabt? Wir hatten eine Katze, ja? Wir hatten eine Maschine, die uns sagen konnte, ist das eine Katze auf dem Bild oder nicht? Ja? Da sind wir bisher immer hingegangen, hatten eine Vorbearbeitung, hatten ein paar Algorithmen und hatten einen deterministischen Algorithmus. Es wird nicht lange technisch, keine Sorge. Und am Ende wussten wir, ist eine Katze. Ne? Und der Witz an, ich muss doch von Hand drücken hier. Der Witz an KI ist, dass dieser ganze mittlere Block seit ein paar Jahren komplett ausgetauscht wird durch Machine Learning. Weil Machine Learning das alles so ziemlich outperformt, was wir vorher hatten. Und das ist durchaus beeindruckend. Und es outperformt nicht nur die alten Algorithmen, sondern es outperformt inzwischen auch an vielen Stellen den Menschen. Nämlich, das ist ein Wettbewerb, ja, gewesen. Da ging es darum, wie gut können Algorithmen Bilder erkennen über Machine Learning. Und das war eigentlich soweit spannend. Und die Hochschulen haben sich da gebettelt. Und der wurde aber 2017 aufgelöst, weil es seit 2015 die KI einfach dramatisch viel besser ist als alles, was die Menschen konnten. Das heißt, der war dann einfach nicht mehr relevant, weil Bilderkennung ist sozusagen als gelöstes Problem zu betrachten. Genau, und da gibt es ganz viele Anwendungen, was man machen kann über ja, Spracherkennung, Objekterkennung, wie hoch ist der Schnee auf dem Auto und Bilder wieder zurückholen aus dem Alter und Style-Transfers und Super Resolutions und Sachen, die dann bald in Snapchat wahrscheinlich zu finden sein werden, nämlich neue Face-Filter, die einen dann noch wie ein Cartoon darstellen lassen.
und Dinge, die die 3D-Szenen komplett in ihre Bestandteile auseinandernehmen können. Nämlich der Witz hierbei ist, dass das Rechte die Eingabe ist, und zwar als Foto. Ja? Und der Machine Learning-Algorithmus ist in der Lage, das so auseinanderzunehmen, dass eben das 3D-Modell, die Textur dazu und das Licht getrennt voneinander rauskommen. Und dann kann ich das wieder zusammensetzen und kriege ein total glaubhaftes Bild. Das ist jetzt, sieht jetzt wenig beeindruckend aus. Für Leute, die 3D-affin sind, ist das schon echt, dass es dieses Jahr rausgekommen ist, echt ein Knaller. Warum ist es relevant? Ja, mein Klicker klickert da ohne mich. Es ist relevant, weil die Kurve steil nach oben geht. Diese Kurve zeigt uns die Publikation zu Machine Learning und KI-Themen, wie sie ansteigt über seit 94. Und tatsächlicherweise ist bisher nicht abzusehen, dass diese Kurve Abbruch getan wird. Der hat natürlich ein natürliches Ende, weil es nicht mehr Hochschulen gibt, die mehr Paper machen können irgendwann. Aber es ist durchaus beeindruckend und die wissenschaftliche Welt und auch die wirtschaftliche Welt kümmert sich deutlich darum. Und um die Einordnung zu geben, wie sehr das rennt, habe ich jetzt einfach ein paar Beispiele einmal genommen aus den letzten 6 bis 7 Wochen. Ne? Also nicht irgendwie die letzten 5 Jahre, nur die letzten 6 bis 7 Wochen. Was ist rausgekommen? Rausgekommen in den letzten 6 bis 7 Wochen ist Stable Diffusion. Ja? Und hier unten sieht man immer, um was geht's. Ne? Wir reden über Text-to-Image. Das heißt, jeder dieser Bilder hatte nicht irgendwie einen grafischen Input, sondern nur einen Satz, ja, und ein paar Stilanweisungen. Mach doch mal Scarlett Johansson als Astronautin, aber bitte als digitale Zeichnung. Und ich hätte gerne noch von vorne ein bisschen Licht unter das Kinn und mach mir mal ein Bild. Und 5 Minuten später habe ich ein Bild davon. Muss klicken. So. Aber nicht nur das als Texteingabe funktioniert, sondern auch Text zu 3D. Ja? Das ist 2 Wochen alt. DreamFusion von Google. Ja? Hier ist auch wieder die Texteingabe das Ding. Rechts sehen wir einen Geist, der ein Hamburger ist. Und was rauskommt, ist eben nicht nur das Foto, sondern das komplette 3D-Modell, was man dann auch drehen kann, was texturiert ist. Oder von Meta, sozusagen Facebook, Text zu Video. Ne? Das heißt, hier für das Video oben links ist die Eingabe Fluffy Baby, ja, with an orange knitted head und so weiter, was am Laptop sitzt. Und das ist nicht nur 2-mal da, sondern es ist 3-mal da. Das ist ganz frisch aus dem Ofen. Das ist von gestern. Ja, Image and Video von Google. Und hier sind wiederum Text zu Video. Das heißt, hier war wiederum auch die Eingabe nur ein Satz. Und natürlich sind es aktuell nur kurze Videoclips, die dabei rauskommen. Aber es fängt an zu funktionieren. Und es fängt eben auch an zu funktionieren für Bereiche, die man jetzt nicht direkt auf dem Zettel hat. Nämlich auch Text-to-Motion. Ne? Das heißt, was wir hier sehen, ist die Textangabe, machen wir nochmal eine Person, die in Uhrzeitsinn im Kreis joggt. Und das Spannende daran ist eben, dass das Skeleton-Modell rauskommt. Ne? Welche Person ich dann da ranrege, ist vollkommen egal. Und warum erzähle ich jetzt so viel von diesen textbasierten Werkzeugen? Das liegt daran, dass Text- und Large Language Models das neue Bindeglied werden. Hier sehen wir die ganzen Anwendungsfälle, die aus GPT-3, ich weiß nicht, wenn es jemand mal schon gehört hat, von OpenAI, das große Sprachmodell, verbinden. Und hier reden wir über Sachen, dass ich sagen kann, ich kann einen großen Text reingeben, einen Fachtext, einen Artikel und dann kriege ich eine Zusammenfassung. Ich kann den einen Programmcode in den anderen umwandeln. Ich kann sagen, mach mir mal eine Python-Schleife und das Ding programmiert das. Ich kann der Restaurant-Review-Creator und Twitter-Summarizer und so weiter. Und das wirklich Spannende ist, dass diese Textmodelle eben auch nicht nur darauf begrenzt sind, Text an sich zu machen, sondern als Bindeglied auch für andere Sachen zusammen dienen können. Nämlich, und da haben wir den Link, ne, nämlich auch Robotics.
Das heißt, viele der neuen Robotik-Steuerungsebenen funktionieren über Large Language Models. Hier das große, berühmte Beispiel mit Tesla. Das heißt, gehe zum Tisch und nimm die Wasserflasche und dann spricht quasi anhand des Language-Modells der Roboter die ganze Zeit mit sich selbst sozusagen und prüft die ganze Zeit, wo er ist. Und das musste ich nochmal einmal aufnehmen. Ich weiß, das ist jetzt eher ein wenig nerdy, aber auch von vor 2 Wochen oder 29. September. Das heißt, wir reden über ein Modell, ein KI-Modell, was sich selbst weiterprogrammieren kann. Das heißt, auch diese Barriere beginnt zu bröckeln. Das heißt, wir haben wirklich Systeme, die in der Lage sind, ihren eigenen Source-Code weiterzuentwickeln und das dann auch lauffähig. Das heißt, es funktioniert danach auch. Und damit wir das Ganze auch steuern können, fangen jetzt eben an, das ist jetzt hier auch 29.09., die nicht-invasiven Brain Interfaces. Das heißt, ich kann das auch nachher nochmal genauer sagen, damit man versteht, um was es geht. Das heißt, links sehen wir den Satz, der tatsächlich gedacht wurde, wurde auf dem Zettel hingelegt, sagt, ne, denk das, lies das. Ne? Und rechts ist der Satz, der dekodiert über das Brain Interface wieder aus der Maschine rausgekommen ist. Und ja, natürlich sind da Fehler drin, klar. Aber wir kommen dramatisch viel näher. Das heißt, das ist nicht irgendwie vorher trainiert, also natürlich ist es vorher trainiert, aber es sind nicht irgendwie Sätze, die wiedererkannt werden, also diesen Step haben wir verlassen, sondern es sind neue Texte, die dann über Brain Interfaces wirklich erkannt werden können. Genau. Das ist nur der kurze Crashkurs sozusagen, was ist denn da gerade los und wie geht die Kurve nach oben und wieso macht das Sinn? Und das Ganze hat bei uns dazu geführt und auch bei mir zu sagen, aus der Auseinandersetzung damit, welche Werkzeuge sind denn da draußen, aus dem gestalterischen Antrieb heraus, wie kann ich denn mit einem Kunstwerk umgehen? Und damit übergebe ich einmal an Robi. Ja, super, Tobi. Ich bin ganz erschlagen, obwohl ich es vorher schon mal gehört habe, so ungefähr. Genau, also ich komme aus einer etwas anderen Richtung und Sophie auch. Und wir kommen zu diesem Projekt Quantum Dreams, was wir in Co-Produktion mit dem Doc 18 machen werden. Hoffentlich kommt das Mitte nächsten Jahres, ist unser Ziel, dass es rauskommt. Und jetzt wollen wir mal den Work in Progress sozusagen darstellen, wo wir stehen, worüber wir uns Gedanken machen und wo es denn mal hinführen soll sozusagen. Also hier rechts haben wir so ein Loop aus verschiedenen Experimenten oder einen Testaufbau und so weiter, kommen wir gleich noch dazu. Jetzt wollen wir mal kurz erzählen, was wir vorhaben. Also erstmal, wer wir sind. Also ich bin Robby, vom Beruf her Videokünstler und Bühnenbildner und ich mache halt Medieninstallationen seit längerer Zeit. Genau, hauptsächlich arbeite ich an Theatern oder Opernhäusern als Videokünstler oder Bühnenbildner, aber halt mit diesem installativen Charakter gerne in meinen Arbeiten. Steht alles. Hallo, ich bin Sophie, ich komme auch wie Robby aus dem Bereich Theater, wo wir uns auch kennengelernt haben. Und arbeite aber viel mit Video, das ist so die Schnittstelle, wo wir zusammengearbeitet haben. Und bin bei dem Projekt unter anderem so ein bisschen, um das zu verknüpfen, so ein bisschen dran, wie zu suchen, was braucht es bei so einem Projekt überhaupt für eine Geschichte oder braucht es überhaupt eine Geschichte, so grob. Ja, also ich war ja gerade schon, genau, und im Normalfall habe ich die Rolle in den Projekten, dass ich die Person zwischen Kunst und Technik bin und bin hier wahrscheinlich der Nerd in der Runde. Ja, genau. Genau, also wie kam es jetzt dazu, dass wir irgendwie dieses Projekt machen? Also aus Daten Kunst zu machen oder Daten als Grundlage für Kunstwerke zu nehmen. Die Idee ist natürlich nicht neu.
wird aber viel gemacht und mich hat das auch sehr interessiert. Ich kenne einige Videoarbeiten von wirklich tollen Künstlern, die mit, weiß nicht, Daten aus Meeresströmung oder Küchenmixer arbeiten. Und mich hat eigentlich interessiert, was ist denn, wenn ich mit Kunst als Input arbeite? Also aus Kunst neue Kunst machen oder das umformen. Und das in Zusammenarbeit mit einer künstlichen Intelligenz, da mich einfach so dass der Prozess interessiert, also das Denken einer künstlichen Intelligenz. Also wir haben das jetzt ja eben vielleicht auch so ein bisschen, also mir wurde immer so ein bisschen schummrig, so, wenn Tobi das erzählt, so, was alles möglich ist und wie schnell das im Moment geht. Und ich habe gedacht, was ist denn, man muss ein bisschen aus dieser Ecke wegkommen, entweder völlige Verteufelung, die Menschen werden abgeschafft, weil die Maschinen alles übernehmen, oder das Gegenteil, das totale Heilsversprechen irgendwie. Die Maschinen lernen alles und wir werden 2000 Jahre alt und alles ist gut. Wie wäre es denn, wenn man mit einer künstlichen Intelligenz zusammenarbeitet und was dazwischen findet, also eine Kooperation herstellt und einfach mal rausfinden kann, was ist das eigentlich, wo ist da die Seele? Irgendwie, wo liegt diese Seele in der Maschine? Ich hatte das große Glück, irgendwie, als ich diese diffusen Wunsch irgendwie mal hatte, dass ich einen Maler und Zeichner kennengelernt habe, der möchte nicht beim Namen genannt werden und deswegen heißt er JS. Und dieser Künstler hat in seinem Leben, ich glaube inzwischen an 9000 Werke ungefähr, geschaffen, die er komplett digitalisiert hat. Also dieser erste Schritt sozusagen, das Datenarchiv herstellen, da war sogar schon getan und mit dem habe ich mich getroffen und darüber gesprochen, was wir denn aus diesem Datenarchiv oder diesem Kunstarchiv, muss man ja eher sagen, machen kann. Und da ich mir das, also das sind ja so viele Daten, man muss ja irgendwie mit Maschinen und Computern und Algorithmen und so weiter arbeiten, anders geht es ja gar nicht. Und dann ja, hatte ich das Glück auch noch, dass ich Tobi kenne, schon sehr lange, und ihn angerufen habe und er gleich Feuer und Flamme war. Dann Sophie, die ich auch schon länger kennen jetzt, aber noch nicht so lange wie Tobi, habe ich dann auch drauf angesprochen und sie war auch gleich Feuer und Flamme und deswegen sind wir es angegangen sozusagen. Und also auch in dem Treffen mit JS, ich muss immer aufpassen, dass ich den Namen nicht sage, aber es ist ihm tatsächlich sehr wichtig. Und in unseren Gesprächen sind erstmal ganz viele Fragen irgendwie aufgetaucht. So Sachen wie, Was kann man denn eigentlich erzählen mit Daten? Was können Datennarrative sein? Und wenn wir jetzt neue Werke schaffen mit dieser Technologie, wer ist dann eigentlich der Schöpfer dieser Werke? Also ist ja auch irgendwie so eine Frage, die man sich stellen kann. Ist es jetzt der ursprüngliche Maler, der die von der Kunstseite her die Vorlagen geliefert hat? Ist es der Programmierer, in diesem Fall wär's Tobi? Ist es Nvidia vielleicht oder ist es Gott? Und was passiert, oder die andere Frage zuerst, ist es überhaupt möglich, eine Maschine so zu programmieren, dass sie ähnlich einem menschlichen Denken funktioniert? Also die Frage werde ich auch nach dem Projekt nicht wirklich beantworten können, aber um vielleicht zu sagen, wo wir so ein bisschen hinforschen. Und wenn eine Maschine Kunst erschafft, ist das denn eigentlich Kunst oder woran erkennt man das? Kann man auch die Frage stellen, was ist Kunst? Okay, das wird jetzt ein bisschen weit führen, glaube ich. Das hat mein Sohn, der da vorne sitzt, mich vor ein paar Jahren mal gefragt. Ich habe bis heute, glaube ich, noch keine Antwort gegeben. Genau. Und also, es führt eigentlich alles hin zu der großen Frage, die ich mir stelle oder die wir uns stellen. Was heißt es eigentlich, ein Künstler im digitalen Zeitalter zu sein? Also müssen wir damit umgehen oder kann es das total egal sein? Es ist ja auf jeden Fall, die Gesellschaft ist ja total durchdrungen damit und was heißt das eigentlich für uns, wenn wir Kunst machen? Und dann, als das Projekt sozusagen ein bisschen konkreter wurde, haben wir den Leitsatz drüber geschrieben, würde ich mal sagen. Wovon träumt eigentlich eine Maschine, die in ihrem ganzen Leben nur Bilder von
von JS, ich muss wieder aufpassen, gesehen hat. Wir haben uns so übers Träumen unterhalten und haben für uns irgendwie ein bisschen die vereinfachte Formel gefunden, dass es irgendwie eine Verarbeitung oder Abstraktion der Alltagserlebnisse. Und so eine Maschine hat natürlich keine Alltagserlebnisse. Und wenn wir jetzt sagen, dass alle Alltagserlebnisse, die diese Maschine gehabt hat, sind diese 8000 Bilder oder inzwischen 9000. Und das Thema Träumen kam dazu, weil sich das, ja, das zieht sich so ein bisschen durch meine Arbeiten. Irgendwie, ich bin vom Träumen sehr fasziniert und den Vorgängen, also auch den visuellen Vorgängen, dieses Erschaffen von Dingen, die es nicht gibt, aber irgendwie hat es ja einen Kern in dem, was man ist oder was man erlebt hat in seinem Leben oder wie auch immer. Und da ist es natürlich auch nicht weit zu Blade Runner und so weiter. Das hat uns alles natürlich dahin geführt. Und wir fragen uns einfach, können wir den Zugang in das Unterbewusstsein einer Maschine herstellen? Können wir das emotional machen? Können wir das visuell machen? Und wie müsste das aussehen? Das ist die Grundlage von diesem Projekt. Ja, hier habe ich jetzt ein schönes Zitat von Stanley Kubrick, was ich dann immer bemühe, wenn mir selbst nichts einfällt. Muss ich jetzt ja nicht vorlesen. Aber 2001 ist für mich immer so ein Film, der einfach genau das tut. Der hat ja keine Logik. Also man kapiert ihn ja nicht. Und man kapiert ihn auch nicht, wenn man 10 Sekundärliteratur dazu liest. Aber er hat total den emotionalen Eindruck auf einen und man, es spricht einen ja an, man denkt ja drüber nach. Und so kam es dazu, dass wir eine Rauminstallation machen wollen, damit wir wirklich in diese Maschine, in das Unterbewusstsein reingehen können. Außerdem, ja, das ist halt auch das, was ich so tue, Installation. Und wichtig ist mir dabei, dass uns der Prozess interessiert. Wir haben jetzt viel so gesehen, wozu die Maschinen, also wirklich in den letzten Wochen hat es uns überrollt, also auch in unserer Arbeit, was da für Neuentwicklungen waren. Aber uns interessiert tatsächlich nicht so besonders, kommt jetzt ein tolles Bild bei raus, können wir irgendwelche Bilder künstlich erzeugen, sondern wie kommt dann die Maschine dahin? Warum erzeugt sie denn dieses Bild? Und das ist für uns der Vorgang des Träumens sozusagen, der Prozess. Und das wollen wir natürlich im Raum dann emotional und poetisch darstellen. Und das ist auch, glaube ich, was sich ein bisschen durch meine Arbeit zieht. Ich mag gern den Zuschauer oder die Besucherin oder wer auch immer sich das anschaut, zum Co-Autor machen. Also ich möchte nicht konkrete Handlungen erzählen oder so, wie ein Theaterstück von A nach Z, sondern ich möchte den Freiraum lassen und am glücklichsten wäre ich, wenn jeder, der rausgeht, irgendwie was anderes gesehen hat, also einen komplett anderen Film im Kopf hat, also stimuliert sozusagen durch das, was da passiert, aber mit den eigenen Alltagserlebnissen oder den eigenen Erlebnissen, Erfahrungen und so weiter gemischt wird. Also wir wollen mehr so eine Atmosphäre erschaffen oder eine visuelle Landschaft, viel mehr als konkrete Handlung. Willst du was dazu sagen? Nee, du hast es sehr gut beschrieben. Okay. So, jetzt gleich das nächste Zitat, weil mir dann langsam auch nichts mehr einfällt. Wie kann man sich das vorstellen, was da passieren wird? Also was wir bis jetzt haben, sind Renderings und so, wo die Modelle auch noch nicht so weit sind. Wir sind noch nicht so weit, wie wir sein wollen am Ende mit der Bilderzeugung und der Bearbeitung dieser Bilder. Aber genau, wenn zwei Bilder aufeinandertreffen, entsteht ein drittes. Bemühe ich auch gerne dieses Zitat. Das hat was mit, ich glaube, auch Überwältigung zu tun. Also dass es jetzt gar nicht mehr so auf das eine Bild ankommt, aber wenn ich viele Inputs von außen kriege, dass ich da meine eigene Welt mir schaffe. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man in diesem Raum dann frei herumgehen kann, sich das anschauen, was da passiert auf den Wänden. Der Sound wird später auch an diese Bilder gekoppelt. Das, so weit sind wir noch nicht, weil wir ja noch nicht mal mit den Bildern irgendwie einigermaßen weit sind. Aber dass man sich da total frei bewegen kann. Man kann nach 10 Minuten gehen, weil es einen nervt. Oder man kann 2 Stunden bleiben oder wiederkommen, sich ein Bier holen und das auf sich wirken lassen.
Hier haben wir jetzt, das sind zwei Renderings, die theoretisch Sound hätten, aber es ist auch nicht so wichtig. Auf dem linken Bild, also das ist eigentlich zweimal das Gleiche. Wir haben Testreihen, dazu sagen wir später noch mehr, wie diese Testreihen zustande gekommen sind, wie wir diese geschaffen haben. Und die sieht man hier halt in den Raum. Man sieht, dass es fängt immer im Chaos an, also im Rauschen sozusagen, und es wird immer konkreter, dieser Raum. Und man merkt schon, also das haben wir irgendwie auch gelernt, in der Beobachtung der Maschine sozusagen, ist es immer ein Vor und Zurück. Also so denkt eine Maschine, könnte man dann sagen. Probiert aus, so ist das ein Bild, was gut ist. Und dann gibt es den Diskriminator, habe ich von Tobi gelernt, was ein unfassbares Wort ist. Aber das ist eigentlich so das wichtigste Software-Bauteil dieses Dings. Der Diskriminator sagt dann, nee, das ist kein gutes Bild, das ist nicht da, wo wir hinwollen, geh mal zurück und probier es nochmal. Und dann probiert der Algorithmus das nochmal und dann sagt der Diskriminator vielleicht, ja, das ist doch gut, lass uns da doch mal weitergehen. Deswegen gibt es auf jeden Fall immer diese Hin- und Her-Bewegung, was natürlich total anders ist, als wenn jetzt ein Mensch träumen würde. Aber es ist ganz interessant, ich kann da mal ein bisschen vorspulen. Also das sind jetzt so, da wäre es schon konkreter. Ja, man kann das ja einigermaßen sehen. Vor allem auf diesem rechten sieht man dann tatsächlich, wie die Bilder konkreter sind. Und wenn man jetzt JS-Werk kennen würde, dann würde man da auf jeden Fall wiedererkennen. Also unser Ziel ist ja nie, Bilder von ihm zu duplizieren oder dahin zu kommen, sondern es geht ja mehr um die Stilistik oder die Art, wie es arbeitet. Achso, genau. Wir haben so einen Testaufbau gemacht bei mir im Atelier. Das Open Studio Day hieß das. Und da sind jetzt hier mal kurz ein paar Impressionen, wie das dann später irgendwie mal aussehen könnte. Das ist halt wirklich früher Status. Aber wir haben ja auch irgendwie noch ein Dreivierteljahr Zeit. Aber es zeigt vielleicht ganz gut so, was unser Gedanke hinter dem Ganzen ist. Und also alle Bilder, die man hier sieht, die gibt es nicht. Das ist tatsächlich alles maschinenerzeugt und genau. Also die gibt es eigentlich nicht. Inzwischen gibt es die natürlich, aber da kann eigentlich kein Mensch behaupten, dass er die geschaffen hat. Aber wir sind natürlich, wir nehmen nicht die rohen Bilder, die da rauskommen, sondern dazu sagt Tobi gleich nochmal ein bisschen was, dass wir da diverse Bearbeitungsschritte noch haben. Wie lang ist denn das Video? Ah, ist gleich fertig. Also so in noch viel besser stellen wir uns das dann vor im Sommer. Mal gucken, ob das was wird. Und vielleicht ist es ja interessant zu sehen, wie wir arbeiten. Wenn nicht, dann jetzt sagen, dann nein. Komm. Einmal, bevor wir zur Struktur kommen, wichtig ist uns ja die Sichtbarmachung des Prozesses, ne? Weil viel, was als AI-Kunst draußen unterwegs ist, beruft sich zwar auf einen Datensatz, auf einen Algorithmus, aber es könnte auch die Müllabfuhr in Ungarn sein, die man sieht, oder ein Küchenmixer. Und deswegen geht es uns gerade um die Zwischenbilder, um zu sagen, was möchten wir denn sehen und wir möchten den Prozess sichtbar machen. In der Darstellung selbst geht es darum zu sagen, die Hauptdrei Bestandteile, also natürlich das Ziel, ist eine Rauminstallation, und zwar, weil es dann erst immersiv werden kann und erfahrbar wird, so wie wir uns das vorstellen. Und dann ist natürlich die Inszenierung, die Szenografie das Wichtige, weil das alles leitet und das Ganze ist natürlich ein iterativer Prozess, das heißt, dreht alles immer Schleifen. Wir nehmen dann ein Werk, wir digitalisieren es und damit werden dann die unterschiedlichen Machine Learning Modelle, hier heißt es QD-Modelle, gefüttert. Ne? Das, was wir hier sehen, sind GAN-Modelle, aber es gibt auch andere, auch Sprachmodelle wären denkbar. Und der Prozess wird beobachtet und hat Einfluss auf die Programmierung und so weiter. Und dann ist eben nicht nur die Bilder und die Videos, sondern eben auch der Klang oder auch die
sichtbar machen über Partikel oder eine Animation dessen, was dann die Gesamtinstallation ausmachen soll. Also ich finde, dass man kann da zumindest ganz gut dran erkennen, dass zumindest das Ziel, dass wir mit einer künstlichen Intelligenz Hand in Hand arbeiten und vor und zurück und daran rumschrauben, aber dass es dieses Miteinander ist, was ich anfangs erwähnt habe. Ich glaube, das kann man hier vielleicht ganz gut erkennen. Was auch wichtig ist, finde ich, fast eines der wichtigsten Dinge ist diese Prozessbeobachtung. Da die Programmierung, wir müssen das ja immer anpassen. Es ist auch das Modell, was wir bauen, das wird jetzt auch nicht für jede beliebige Art von Kunst funktionieren, sondern man muss ja immer an 1000 Parametern rumschrauben und dann das laufen lassen und beobachten und Prioritäten setzen sozusagen, wenn ich das jetzt einigermaßen richtig gesagt habe. Hier ist nochmal ein anderes Beispiel, was wir mit einem anderen Prozess probiert haben. Wir sind gerade noch sehr am Forschen, welche Werkzeuge wir eigentlich machen möchten. Hier ist der Prozess einer Bilderzeugung, wo wir auch über Texteingaben gearbeitet haben, was wir bei den anderen Sachen eigentlich nicht machen. Und hier interessiert uns auch sozusagen die Transition. Wie kriegen wir das denn später in unserer Installation zusammen in einem ansprechenden Ding? Nur um es einmal zu erläutern, wo die quasi die Darstellung einem entgegenkommt, das sind immer die Bereiche, an denen der Algorithmus gerade arbeitet. Und das war jetzt der Weg, um es einmal kenntlich zu machen, zu sagen, wie wird das Bild Stück für Stück aufgebaut. Und man sieht dann eben immer, weiß jetzt nicht, ob es im Loop läuft, das ist dann das fertige Bild. Man sieht dann eben immer da, wo die Z-Extrusion da ist, genau da arbeitet der Algorithmus gerade. Und das ist eigentlich echt ganz spannend, wie wirklich Stück für Stück das Bild dann aufgebaut wird. So, was haben wir? Achso, da haben wir noch ein anderes Experiment. Läuft das? Ah, das läuft, genau. Das braucht ein bisschen Anlauf. Aber das ist sozusagen das Experiment, einer anderen Art von Transition zu machen über so Partikel. Hier wird das Bild verändert und am Ende kommt dann ein Fantasiebild raus, was sich aber auf das Ursprungsbild bezieht. Hier, das sind auch so zu dem Prozess nochmal kurz. Das sind Originalbilder von dem Künstler, dessen Namen wir nicht nennen dürfen. Und hier haben wir mal diese Bilder als Input gewählt, sozusagen der Maschine gesagt, das sind Bilder, die sind cool, sowas in der Art sollst du jetzt bitte erträumen. Und wie gesagt, wir sind noch nicht so weit mit dem Prozess, aber hier sieht man da einmal, wie die sozusagen aus dem Chaos die KI-Bilder erschaffen werden. Das dauert auch nicht lange, weil der Prozess irgendwann aufhört. Aber das finden wir halt das Faszinierende, oder? Am Anfang ist es ein Rauschen und langsam kann man sich anfangen, Geschichten zu erzählen. Es bilden sich Körper ab, es bilden sich Dinge ab, die vielleicht auch keine Körper sind, die irgendwas sein können, aber ist, also bei mir zumindest, löst das immer ganz viel Fantasie aus. Was haben wir da? Das wäre nochmal so ein anderes Input-Tableau. Achso, genau, dazu haben wir jetzt auch nochmal eine Animation sozusagen, wie die Maschine reagiert oder dieser Prozess reagiert, den wir da ausgetestet haben. Wenn das der Input ist, das ist schon viel szenografischer gedacht. Da sind nicht diese Bilder einfach so reingeflossen, sondern haben dann sozusagen die Bearbeitung hat stattgefunden. Ja, also brauchen wir vielleicht auch nicht so lange laufen lassen. Da drüben läuft ja auch ein bisschen irgendwie Beispiele. So, da wären wir am Ende angekommen. Ja, ich probiere den. Zwei Sätze.
Genau, also es ist wie, das Projekt läuft, glaube ich, aus verschiedenen Ebenen. Das eine ist, dass es sozusagen ein wahnsinnig großes Hintergrundwissen gibt, was es braucht, um dieses Projekt überhaupt zu erzeugen. Und das andere ist aber, dass unser Ziel ist, dass das für verschiedene Arten von Besucherinnen funktioniert. Also dass man auf der einen Seite entweder mit dem Interesse da reingehen kann, zu sehen, wie funktioniert das, was passiert, wenn so eine künstliche Intelligenz etwas träumt und man kann da in diesen Raum hineingehen. Und das andere ist aber, dass es auch möglich sein soll, dass man da wirklich total unbedarft reingehen kann. Also dass wir über das sinnliche Erleben dieser bildgewaltigen Installation gehen. Also das ist auch einfach, man kann da auch einfach so da reingehen können und das müsste mir jetzt einfach glauben, es hat fast so eine berauschende Wirkung, wenn man da durchgeht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass das am Ende zusammenkommt. Ja, das ist natürlich ein großer Punkt. Und wir reden halt immer so viel über die KI bei dem Projekt, aber es ist nur ein Teil dessen eigentlich, oder? Aber es ist das, was viele Menschen gerade interessiert. Und ich glaube, deswegen reden wir auch so viel darüber. Vielleicht sollten wir nächstes Mal über das Projekt reden ohne KI. nein, ich stimme dir ja zu. Genau. Jetzt werden eigentlich Fragen dran gekommen. Wir haben uns geeinigt, dass wir später noch hier irgendwie sind. Wenn ihr Fragen habt, kommt doch einfach zu uns, damit wir jetzt nicht diese Vorträge in die Länge ziehen. Aber wir werden später noch hier sein und könnt ihr gerne mit uns sprechen, mit uns ein Bier trinken und uns unterhalten. Wir haben Platz für zwei Fragen jetzt noch und eine kommt jetzt hier noch. Also bei mir ist die Frage stecken geblieben nach dem Werk. Also was ist das Werk und woher kommt das Werk und wer gibt das Werk rein und warum? Ja, also was ist jetzt genau die Frage? Wer gibt das Werk rein und warum? Also das Warum können wir vielleicht beantworten, das wäre nicht. Nee. Also die Frage war, wenn ich es richtig verstanden hatte, wer gibt das Werk, was ist das Werk und warum wird es reingegeben? Genau. Das können wir nicht beantworten aus vorgenannten Gründen. Das Warum hat etwas damit zu tun, weil es eben auch die künstlerische Person interessiert, wie ein Algorithmus mit dem Werk umgeht. Ja? Also das ist wirklich die Fragestellung dahinter und ein, wie soll ich sagen, eher seltenerer Glücksfall, dass man jemanden hat, der auch open-minded genug ist zu sagen, die Auseinandersetzung mit dem Werk auf die Bestandteile möglich zu machen. Ne? Also das ist wirklich ein Interesse seitens KünstlerInnen, um das einmal zu sagen. Und ja, Werk können wir halt zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Genau. Ja, genau. Also Entschuldigung, ich habe die Frage nicht kapiert, aber jetzt glaube ich, habe ich sie verstanden. Es geht da auch ein bisschen, dieser Herr ist natürlich schon ein bisschen älter, weil er schon so viele Werke geschaffen hat, ist das ja irgendwie logisch. Und für ihn ist das eine Beschäftigung auch mit seinem Nachlass. Weil er sagt ganz klar, was soll ich diese ganzen Bilder, die jetzt nicht verkauft wurden oder so, soll ich die jetzt irgendwo stapeln und dann muss irgendjemand die wegschmeißen oder sonst was damit tun? Ihn interessiert das mehr, was würden denn andere Leute damit machen? Und deswegen, glaube ich, war dieses Interesse gleich gegenseitig so stark. Und was ich persönlich sehr charmant finde, also in unserer Forschung haben wir auch herausgefunden, es gibt Datensätze von sehr bekannten Malern auch zugänglich, mit denen können wir arbeiten. Aber ich finde das gerade charmant, dass dieser Künstler, mit dem wir arbeiten, der lebt davon, aber der ist jetzt nicht irgendwie unfassbar berühmt. Und dass man diese Ausstellung besuchen kann, dann ohne sofort was zu erkennen, wo man denkt, ah, okay, das ist hier der Picasso-Bogen oder was weiß ich, sondern dass es wirklich als Maschinentraum wahrgenommen werden kann und sich gar nicht so doll anlehnt sozusagen. Wir brauchen einfach diesen großen Datensatz, um die Maschine zu trainieren. Hey, super interessant, herzlichen Dank für das Teilen. Ich habe eine technische Frage und zwar, bei diesem Beispiel, wo diese Stadt gebaut wird, also es ist, glaube ich, eine Unifarbe und wird eine Stadt gebaut. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das technisch funktioniert, dass der plötzlich eine Stadt baut von einer Farbe ausgehend. Ja,
Das ist also in ganz einfachen Worten ist es auch wieder so, dass es zwei Instanzen gibt, die funktionieren ein bisschen anders als bei den Diskriminator und den Generator, bei den GANs. Aber es ist im Prinzip so, dass das ein Bild erzeugt wird und es gibt eine Instanz, die immer wieder überprüft, wie nah das, was ihr da sieht, an der Texteingabe ist. Und dann wird sie zurückgeworfen und sagt, okay, das ist mir noch nicht nah genug dran, geh doch nochmal einen Schritt weiter. Und das ist sozusagen wie ein Aufpasser, der die ganze Zeit drauf schaut auf die Ausgabe und das aus dem Rauschen rausgehoben wird oder aus einem chaotischen Muster. Es ist nicht da, nicht ein ganz direktes Rauschen, sondern ein immer wieder neu chaotisches Muster. Und das heißt, man hat dann einfach Schritte, die gegangen werden und jedes Mal guckt ein Bewertungsalgorithmus drauf. Und nach 50 bis 200 Schritten, also sind gar nicht so viele, also ein paar Minuten, hat man dann ein Bild, was dem nahe kommt. Aber da ist natürlich noch technisch ein wenig mehr dahinter, aber das ist das Basisprinzip. Ja, alle weiteren Fragen bitte dann direkt im direkten Gespräch mit den Quantum Dreams Team stellen und Applaus für mal die Vorstellung. Danke. Danke. Was ja auch niemand wissen darf, ist, dass eigentlich ich die 756. Version von Quantum Dreams bin, ja. Also man hat mich eigentlich jetzt die letzten 723 Nächte angeschlossen und eigentlich das Werk entstammt direkt meinem eigenen Gehirn. Aber das ist jetzt wirklich nur in diesem kleinen Rahmen. Wären jetzt wirklich mehr Leute hier, dann würde ich das natürlich nicht sagen. Ja. Was wolltest du? Das wollen wir nicht verraten. Deswegen habe ich ja jetzt gesagt, also so im kleinen Rahmen, also ihr wisst das jetzt. Ja. Wir sind ja unter uns. Und übrigens, die Brille ist auch nur ein Zwischenprodukt meiner Fantasie. Könnte sich noch verändern.